Das Bundesverteidigungsministerium hat jetzt mit der Militärjunta in Niger nochmal ein Abkommen getroffen, dass man die Basis quasi als Cold Base weiterhin betreibt. Genau, wir haben eine Übergangsvereinbarung abgeschlossen, um den Lufttransportschutzpunkt nach dem heutigen Tag weiter nutzen zu können als Cold Base. Ja, ein paar Verständnisfragen, Herr Wagner, Herr Müller. Im letzten Sommer, erinnere ich mich, haben Sie hier gesessen und haben den Putsch dieser Militärjunta scharf kritisiert, verurteilt und immer wieder gefordert, dass die Macht an den demokratisch gewählten Präsidenten zurückgegeben werden muss. Hat sich daran irgendwas geändert? Und wie passt das denn zusammen, dass man jetzt ein Deal oder ein Abkommen mit einer Putschistenregierung macht? Ist das überhaupt rechtlich, völkerrechtlich okay? Naja, ich habe ja gesagt, dass es natürlich sozusagen wir die Lage dort weiter eng beobachten müssen. Und natürlich stellen sich einige Fragen mit Blick auf die Verlässlichkeit dieser Regierung. Ich habe ja gesagt, dass es da auch Entscheidungen gab in letzter Zeit, die da Fragen aufwerfen. Umso wichtiger ist halt, da in Kontakt zu bleiben. Und wie gesagt, das BMVG führt ja diese Verhandlungen zu diesem Ressortabkommen. Und das spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle. Genau. Und unsere Beweggründe habe ich gerade sehr ausgiebig dargestellt. Wenn man Brücken abreißen lässt, Kommunikationskanäle, dann hat man gar keinen Austausch mehr zu der Region oder zu dem Land. Die Arbeitsebene, und wir haben ja noch Truppe vor Ort, ca. 90 Soldatinnen und Soldaten sind ja in Niamey. Auf der Arbeitsebene erfolgt der Austausch und die Zusammenarbeit so, dass wir dort unseren Auftrag erfüllen können. Und natürlich beobachten wir die Lage im Land, die Lage rundherum ständig. Herr Ratz. Ja, Herr Wagner, Herr Müller, inwieweit gibt es Erkenntnisse, dass Russland eventuell seinen Einfluss dort weiterhin ausbaut? Naja, wir haben ja gesagt, dass wir das sehen, dass wir diese Kooperation auch sehen. Und wir können natürlich der Junta nur raten, da sehr genau hinzuschauen, wie sich der russische Einfluss im Saal konkret auswirkt. Und mich würde noch mal interessieren, wie es dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also war das dann Thema im Kabinett, im Bundessicherheitsrat, oder kann das BMVG von sich aus quasi ohne Absprache oder quasi im Lead entscheiden, dass man diese Basis weiterhin betreiben will? Und Sie haben jetzt gesagt, 90 Soldatinnen und Soldaten sind vor Ort. Ab wann wäre denn ein Mandat notwendig? Also vielleicht zur zweiten Frage. Ein Mandat ist nicht abhängig von der Anzahl der Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Ja, ich hatte jetzt nicht nach den Beweggründen gefragt, sondern wie das überhaupt sein kann, dass man mit einer Putschistenregierung, die man ablehnt, einen Deal macht. Ist denn die Haltung der Bundesregierung immer noch dieselbe wie im Sommer, dass sie von diesen Putschisten fordern, die Macht an den gewählten Präsidenten zurückzugeben, oder hat sich das jetzt erledigt? Naja, wir haben ja auch damals betont, dass es vor allen Dingen natürlich die Regionalorganisation ECOWAS da ein Lied ist. Und die Herr Wagner, mir ist jetzt nicht klar, welchen rechtlichen Status die Junta eigentlich für die Bundesregierung hat. Wenn Sie mit ihnen Abkommen schließen, das haben Sie getan, dann erkennt sie doch faktisch als derzeitige Regierung an. Oder mit wem, mit welchem rechtlichen Partner treffen Sie Verabredungen? Naja, ich glaube, was uns betrifft, ist ja die Kategorie immer, haben wir einen akkreditierten Botschafter oder eine akkreditierte Botschafterin bei einer Regierung? Das ist ja im Niger nicht der Fall. Aber das bedeutet, Sie erkennen die Junta in Niger nicht als legitime Regierung an, aber Sie erkennen sie an als de facto Machthaber, mit dem man dann auch Verabredungen treffen kann. Ist das die Position? Naja, vielleicht nochmal, wir haben ja auch so ein bisschen pädagogischen Auftrag hier. Anerkennung gibt es nur in Bezug auf Staaten. Wir erkennen Staaten an, wir erkennen Länder an, wir erkennen keine Regierung an, diese Kategorie gibt es nicht. Ich habe ja gesagt, es gibt sozusagen Staaten, mit denen wir diplomatische Beziehungen unterhalten, mit denen wir Botschafterinnen, Botschafter ausgetauscht haben. Aber es gibt keine Anerkennung von Regierungen. Zusatz, ich habe in der Berichterstattung gelesen, dass allein an dem Stützpunkt rund 100 Millionen
Euro investiert worden sind. Können Sie diese Zahl bestätigen? Und falls das der Fall ist, für was wurde das Geld überhaupt da eingesetzt in Niamey? Also ich kann bestätigen, dass die Investitionen circa in diesem Bereich lagen. Für was wurden die eingesetzt? Wir haben erstmal über Jahre dort, und zwar seit 2017 beginnend, soweit ich weiß, erstmal den Stützpunkt betrieben und aufgebaut. Sie wissen, dass ja Niamey die, nicht nur die Rückzugsbasis, sondern auch eine Hauptlogistikbasis war für den Einsatz in Mali, den MINUSMA-Einsatz. Das heißt, alleine die Investitionen in das Camp, in den Campaufbau, in die Infrastruktur, in alles, was man in der Peripherie braucht zum Betreiben eines Lufttransportstützpunktes. Und natürlich dann, es wurden sogenannte Ramp Areas, also Flugbetriebsflächen geschaffen, und Unterkunftsgebäude, Operationsgebäude und eben, ich sag mal, Infrastruktur, die ich für den Betrieb von Flugzeugen benötige. Also die Betriebskosten sind in den 100 Millionen mit drin. Das ist nicht nur das, was man da hingestellt hat, oder? Die genaue Aufgliederung liegt mir nicht vor. Ich weiß nur, dass wir in diesem Bereich liegen, in dem niedrigen, dreistelligen Millionenbereich. Und natürlich wird der Großteil davon Investkosten sein. Das ist, gegebenenfalls bedarf man da auch einen Ort oder eine Basis, um auch mal deutsche Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Insoweit ging es für uns abzuwägen zwischen den Möglichkeiten, die existieren vor Ort und dem Auftrag, die Verpflichtung, die Deutschland hat und dem Auftrag, den die Bundeswehr hat. Und der Auftrag ist eben, dass man auch notfalls im Rahmen der militärischen Evakuierungsoperation deutsche Staatsbürger rausholt, vereinfacht gesagt. Ja, heute wird es zumindest einen weiteren Evakuierungsflug geben, vielleicht sogar zwei. Es sind ja nach wie vor ungefähr 500 Franzosen im Land, auch knapp 100 Deutsche. Die Situation bleibt sehr angespannt. Es gab zum Beispiel eine Bürgerrechtsorganisation, die zur Entführung von westlichen Ausländern im Niger aufgerufen hat, um den Abzug westlicher Truppen zu erzwingen. Also es sind ja unter anderem noch 1.000 bis 2.000 französische Soldaten im Land, auch ungefähr 100 Bundeswehrsoldaten. Und westliche Staatsbürger sind im Moment nicht sehr wohlgelitten in der Sahelzone im Moment. Und entsprechend wird so mancher dieses Angebot sicherlich heute auch noch annehmen. Ja, die ganze Entwicklung spielt natürlich Putin in die Karten. Frankreich wurde bereits aus Mali und Burkina Faso vertrieben, hat dort Wagner-Söldner nach Mali geschickt. Burkina Faso hat jetzt angekündigt, dieses Angebot auch annehmen zu wollen. Und ist ganz interessant, in der vergangenen Woche gab es ja auch den Russland-Afrika-Gipfel. Französischer Einfluss, der schwindet massiv und der russische Einfluss, der steigt entsprechend. Der schwindende französische Einfluss bedeutet ja dann aber auch, dass die EU zum Beispiel in ihrer Gesamtheit dort politisch im Moment wenig ausrichten kann. Ja, und das ist natürlich ein wichtiges Thema.